First of all, I would like to thank Zunächst einmal möchte ich Präsident Xi dafür danken, dass er uns heute in China empfangen hat. Und ich möchte dem chinesischen Volk mein aufrichtiges Beileid zum Tod ihres ehemaligen Präsidenten Jiang Zemin aussprechen. Meine Damen und Herren, die EU setzt sich für ihre Interessen und Werte in der Welt ein. Ich bin nach Peking gekommen, um einen offenen, ausführlichen und persönlichen Dialog mit Chinas Führung zu führen. Das heutige Treffen mit Präsident Xi Jinping dauerte etwa 3 Stunden. Ich habe auch Premierminister Li Keqiang und den Vorsitzenden des Nationalen Volkskongresses Li Sanshu getroffen. Es ist unser erstes persönliches Treffen seit meinem Amtsantritt aufgrund der Corona-Pandemie. Mein letzter Besuch in China fand als belgischer Premierminister im November 2016 statt. Vor einigen Wochen habe ich eine Debatte über die Beziehungen zwischen der Europäischen Union und China auf die Tagesordnung des Europäischen Rats gesetzt und die 27 Staats- und Regierungschefs waren sich einig über die entscheidende Bedeutung der Beziehungen zwischen der EU und China. Wir haben erörtert, wie sie im Interesse Europas, aber auch im globalen Interesse am besten gestaltet werden können. Heute wissen wir, dass die Welt mit zahlreichen Krisen konfrontiert ist. Der Krieg in der Ukraine, die Energie- und Nahrungsmittelkrise und die Verlangsamung der Weltwirtschaft. Dazu kommen noch der Klimawandel und die globale Gesundheitslage. Diese globalen Probleme erfordern einen Dialog und gemeinsame Maßnahmen. Wir müssen erörtern, wo wir besser zusammenarbeiten können, aber auch unsere Differenzen, unsere Unterschiede diskutieren und ausräumen. Ich glaube an die Kraft des Dialogs. Sowohl die EU als auch China haben ein Interesse an einer regelbasierten Welt, in deren Mittelpunkt die UNO-Charta steht. Wir hatten die Gelegenheit, über den Krieg Russlands gegen die Ukraine zu sprechen. China ist ein globaler Akteur und ein ständiges Mitglied des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen. Wir alle tragen gemeinsam die Verantwortung, uns für den Frieden und die Achtung der Grundprinzipien der Charta der Vereinten Nationen einzusetzen. Ich habe Präsident Xi, wie schon bei unserem EU-China-Gipfel im April, dringend gebeten, seinen Einfluss auf Russland geltend zu machen, damit es die Charta der Vereinten Nationen respektiert. Der Angriff des Kremls auf eine souveräne Nation verstößt eklatant gegen das Völkerrecht. Präsident Xi und ich waren uns einig, dass nukleare Drohungen nicht akzeptabel und höchst gefährlich sind und die internationale Gemeinschaft gefährden. Ich habe auch die Frage der Menschenrechte, der Grundfreiheiten und der Rechte von Minderheiten angesprochen. Die Menschenrechte sind universell. Ich begrüße die Bereitschaft zur Wiederaufnahme des Menschenrechtsdialogs zwischen der EU und China. Wir werden dieser Verpflichtung nachkommen, denn dieses Format hat seit mehr als 3 Jahren nicht mehr getagt. Dies ist also ein wichtiges Signal. Der Dialog wird es uns ermöglichen, uns auf umfassendere Fragen der Menschenrechtspolitik und auf Einzelfälle zu konzentrieren. Das Recht auf friedliche Versammlung ist ein Grundrecht, das sowohl in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte als auch in den nationalen Verfassungen verankert ist. Ich habe auch die Situation der Minderheiten angesprochen. Wir haben zum Beispiel ausführlich über die Lage in Xinjiang gesprochen. Es geht nicht darum, sich in innere Angelegenheiten Chinas einzumischen. Es geht darum, die von den Vereinten Nationen seit Jahrzehnten vereinbarten Grundsätze zu wahren. Und das gilt auch für Hongkong. Es ist wichtig, dass wir weiter miteinander reden. Wir haben auch Fragen im Zusammenhang mit der weiteren asiatischen Region erörtert. Die Europäische Union wird in 2 Wochen ein Gipfeltreffen mit den ASEAN-Ländern abhalten und wir sind unseren ASEAN-Partnern eng verbunden. Wir setzen uns für einen friedlichen Indopazifik und das südostchinesische Meer ein. Wir erinnern daran, wie wichtig es ist, die Spannungen in der Region abzubauen. Wir müssen die Freiheit der Schifffahrt und des Überflugs in der Region und darüber hinaus wahren. Wir sprachen auch über Taiwan. Die Europäische Union ist ihrer Ein-China-Politik weiterhin verpflichtet und hält auch an ihr fest. Ich habe die seit langem bestehende Position der Europäischen Union zu Taiwan und der Meerenge von Taiwan wiederholt. Die EU hat ein großes Interesse an Frieden und Stabilität in der Straße von Taiwan. 40% unseres Handels laufen über diese Straße oder durch diese Straße. Es ist wichtig, Stabilität und Wohlstand in Ostasien zu fördern. Wir haben aber auch über die Lage in
der Volksrepublik und in Myanmar besprochen. Wir hatten auch die Gelegenheit, sowohl bilaterale als auch globale Wirtschaftsfragen anzusprechen, ein zentrales Thema meines heutigen Besuchs hier in China. Die europäischen Staats- und Regierungschefs haben auf diesem Punkt bestanden. China ist unser wichtigster Handelspartner für Waren im Wert von fast 2 Milliarden Euro täglich. Und auf China entfallen über 22% der europäischen Einfuhren. Das Wachstum Chinas in den letzten Jahrzehnten kam sowohl China als auch der Europäischen Union zugute und hat wesentlich zum dramatischen wirtschaftlichen Wandel Chinas beigetragen. Ich habe aber auch die Schwierigkeiten dargelegt, mit denen Unternehmen und Investoren aus der Europäischen Union konfrontiert sind. Auf europäischer Seite ist der Marktzugang nach wie vor sehr offen, wohingegen in China einige Sektoren nach wie vor sehr viel stärker abgeschottet sind. Wir brauchen mehr Gegenseitigkeit, wir brauchen ein ausgewogeneres Verhältnis ohne übermäßige Abhängigkeiten, ein echtes Level Playing Field, also ein Agieren auf Augenhöhe für unsere Unternehmen. Wir müssen das richtige Gleichgewicht finden, einen Übergang zur Selbstständigkeit birgt Gefahren nicht nur für China und die EU, sondern auch für die Welt. Wir glauben an den freien Handel, an die Zusammenarbeit, aber wir brauchen Ausgewogenheit und Fairness. Wir müssen also mehr an den Problemen arbeiten, die unsere umfassenden Handelsbeziehungen behindern, und dafür gibt es Kanäle. Wir glauben, dass Handel und Investitionen durch Regeln geregelt werden müssen, durch eine reformierte Welthandelsorganisation. Wir haben auch über globale Themen wie den Klimawandel, die Gesundheit und die Ziele für die nachhaltige Entwicklung gesprochen. Wir können die Herausforderungen des Klimawandels nur global bewältigen, und das geht nicht ohne China. Im Gesundheitsbereich arbeiten wir an der Initiative für einen Pandemievertrag mit. Dies ist ein konkretes Beispiel für internationale Zusammenarbeit. Schließlich spielt China eine Schlüsselrolle in Fragen von gemeinsamem Interesse, insbesondere für die Entwicklungsländer. Zum Beispiel beim Schuldenabbau, bei der Ernährung und bei Fragen der Energie. Wir haben auch einen Meinungsaustausch über die Corona-Situation geführt. Die Überwindung der Corona-Pandemie bleibt eine gemeinsame Priorität. Und ich betonte, dass sich in Europa die Impfstoffe als besonders wirksam erwiesen haben, um die Zahl der Corona-Fälle und der Todesfälle zu reduzieren. Heute habe ich wichtige Botschaften zu geopolitischen, wirtschaftlichen und globalen Fragen übermittelt. Wir müssen dafür sorgen, dass die Kommunikationskanäle offen bleiben und dass sie effektiv genutzt werden. Mit China ist ein offener Dialog über alle Aspekte unserer Beziehungen der einzige Weg nach vorne. Wir haben vereinbart, unseren Austausch im Hinblick auf den nächsten EU-China-Gipfel im Jahre 2023 fortzusetzen. Ich danke Ihnen.